Hallo und guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Heute sind wir im Erzgebirge. Genauer gesagt, wir sind in Hüttengrund bei Marienberg. Das Erzgebirge, das wissen wir, ist das Weihnachtsland, das Spielzeugland, das Land der Nussknacker, das Land der Räuchermäntel. Wer das Wort Hüttengrund hört, der weiß auch, der Hüttengrund ist der Standort der Firma Auhagen. Hier wird vor allem ein Grundsatz verfolgt: Modelle herzustellen, die dem Vorbild der Wirklichkeit nachempfunden sind. Vom Vorbild dieser Brücke zum Modell dieser Brücke. Und wie das geht, das werden wir uns jetzt anschauen. Ja, um den Weg vom Vorbild zum Modell einmal nachzuvollziehen, haben wir uns ein ganz besonderes Modell ausgewählt, das Modell der Großbetonungsanlage des Bahnbetriebswerks Chemnitz. Was mich bei diesem Modell überrascht hat und auch begeistert, ist die unglaubliche Perfektion, mit der dieses Modell hier im Hüttengrund entsteht. Ja, wir gehen bei so einem Modell natürlich ganz klar vom Vorbild aus. Wir schauen uns das Original genau an, analysieren es, wie wir es umsetzen können, fotografieren, nehmen Maß, ganz verschiedene Sachen, Details, die groben Maße, und dann setzen wir es am Rechner um in eine komplette 3D-Konstruktion, wie man es hier sieht. Mhm. Und für die Präzision ist natürlich ganz wichtig dann die Maschinen, dass diese auch die Präzision erfüllen und das Ganze umsetzen ins Werkzeug. Das heißt, es kommt sozusagen in drei Ebenen aus deiner Hand. Du bist derjenige, der das Vorbild sich ansieht, der alle Maße nimmt, die man irgendwie messen kann. Du musst aber auch bei der Konstruktion zugleich an die Werkzeuge denken, die für die spätere Fertigung dieses Modells erforderlich sind. Ja, es ist ganz wichtig, dass man alle drei Sachen im Auge behält. Einerseits, dass das Vorbild so detailgetreu wie möglich umgesetzt wird. Andererseits natürlich auch die Wirtschaftlichkeit darf man nicht vergessen und die Präzision. Also diese drei Komponenten sind immer, muss man immer sehr überlegen, wie man die unter einen Hut bringt. Das besonders Schwierige an diesem Modell ist einfach die Detailtreue und die Filigranität und das Ganze in Kunststoff umzusetzen. Ja, man sieht es schon hier, das sind sehr viele einzelne Streben. Es sind sehr viele Nieten und das muss alles einzeln umgesetzt werden. Die in der Konstruktion ermittelten Maße und Daten des Modells werden über eine Datenleitung direkt an den Formenbau zur CNC-Maschine übermittelt. Mithilfe von Spezialwerkzeugen und des Einsatzes hochmoderner, numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen werden im Werkzeugbau die Gussformen für die Spritzgussmaschinen hergestellt. Eine Spritzgussform besteht je nach Größe und Details des zu spritzenden Plasteteils aus mehreren Baugruppen, die vorwiegend aus Stahl bestehen. Alle Spritzgussformen, die bisher im Unternehmen verwendet wurden, finden im großzügig gehaltenen Lager ihren Platz. Für die Serienfertigung der Großbekohlungsanlage des BW Chemnitz wird die Spritzgussform für den Einsatz am Spritzgussautomaten vorbereitet. Noch warm ein fertiges Spritzgussteil aus dieser Maschine. Mike, was kann diese Maschine? Was ist jetzt hier passiert? Ausgangspunkt ist dieses Kunststoffgranulat, wo Farbstoff zugesetzt wird. Und das läuft dann hier durch diesen Spritzzylinder, wird dort erwärmt. Man muss sich das dann so vorstellen, die Konsistenz ist dann wie Honig. Wird dann in diesen Hohlraum dort eingespritzt und dann hat man sozusagen ein fertiges Spritzgussteil. Mit dem Spritzgießen lassen sich Plasteteile mit hoher Präzision in kurzer Zeit herstellen. Mehrere Maschinen in der Produktion sorgen für kurze Produktionszeiten und eine hohe Verfügbarkeit der Produkte von Auhagen. Nun habe ich die Teile für die Großbekohlungsanlage und ich habe auch schon die Schachtel.
in der die Teile dann an den Bastler versandt werden sollen. Die Schachtel ist noch ein bisschen weiß. Sie muss noch ein bisschen Farbe haben. Markus, dafür, dass sie Farbe kriegt, bist du da. Genau, das ist richtig. Aber wir brauchen nicht nur die Farbe auf der Verpackung, sondern der Kunde muss auch sehen, was drin ist. Deshalb kommt auch noch ein Produktfoto mit auf die Verpackung. Die Vorder- und Rückseiten werden abgebildet. Der Grundriss kommt da drauf, die Maße. Wir haben 4 verschiedene Sprachen auf der Verpackung. Wir machen natürlich nicht nur die Verpackung bei uns, sondern alle möglichen anderen Drucksachen, die die Firma Auhagen braucht, wie Kataloge, die Planungshilfe, mehrere Ausgaben, sämtliche Werbedrucksachen im Allgemeinen, wird alles bei uns fertig gestaltet bis zur fertigen Druck-PDF und dann in die Druckerei gegeben. Ganz wichtig ist natürlich die Bauanleitung. Hier zeigen wir dem Bastler, in welcher Reihenfolge er die Teile zusammenfügen sollte. Wir bekommen die Daten für die einzelnen Teile aus der Konstruktion, setzen sie dann in der richtigen Reihenfolge zusammen. Der Matthias und die Randbau bekommt dann die Bauanleitung noch einmal und baut danach das erste Modell zusammen, um zu prüfen und zu testen, ob da wirklich die Reihenfolge stimmt, ob die Zahlen alle an der richtigen Stelle sitzen und wenn wir dort keinen Zahlendreher drin haben. Hier wird intensiv gebastelt, wie ich sehe, so richtig schön wie zu Hause, ohne Bauanleitung. Und ich sehe, die Großbekohlungsanlage ist fast fertig. Wir probieren also selbst die Teile aus, passen sie im Bausatz zusammen, ist die Maßhaltigkeit gegeben, um auch wirklich dann zu sagen, okay, wir bekommen den Bausatz zusammen, wir haben ein ordentliches Modell. Hier stelle ich fest, ob die Maßhaltigkeit stimmt in allen Richtungen. Wenn das gegeben ist, Freigabe für die Produktion. Ist es nicht gegeben, dann Nacharbeit beim Werkzeugbau und dann wird nochmal von vorn probiert. Die Bauanleitung muss ebenfalls kontrolliert werden, dass auch die Bauschritte, so wie sie dargestellt sind, wirklich funktionieren, dass die Reihenfolge stimmt, dass ich wirklich am Ende ein ordentliches Modell habe und dass alles sozusagen zur Zufriedenheit funktioniert. In Verbindung mit den Planungshilfen von Auhagen lassen sich eigene Ideen im Hausmodellbau kinderleicht umsetzen durch das einzigartige Baukastensystem. Auhagen setzte mit dieser Idee Maßstäbe für den ambitionierten Modellbau. Sag mal, könnte es sein, dass ich die Ansammlung dieser Modelle hier noch nie als Bausatz gesehen habe? Das ist richtig. Die kannst du noch nie gesehen haben, denn das sind alles Anwendungsmodelle aus unserem Baukastensystem, um mal zu zeigen, was damit alles möglich ist. Das heißt also, das Fabrikgebäude oder das Fabrikgebäude oder die große Werkhalle könnte ich weder fertig noch in der Schachtel kaufen. Genau so ist es, aber mit unserem Beutelsystem, wo ich jedes Teil einzeln erhalten kann, ist es möglich, eigene Konstruktion vorausgesetzt, diese Gebäude nachzubauen. Hast du die Gebäude nach einem konkreten Vorbild gebaut oder ist das reine Fantasie? Das sind reine Fantasiegebäude. Das heißt also, ich könnte dieses System, Baukastensystem genannt, verwenden, um Werkgelände, Fabrikgelände so zu bauen, wie mir